Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Klemmi ist auch da. Ja. Und wir haben uns gedacht, da es draußen ein bisschen kalt wird. Nicht nur draußen. Und da gehen wir her und besorgen uns mal eine winterliche Tüte. Von Playmobil. Das ist die Nummer 1 und kostet 4,99 Euro. Zwei Playmobil-Figuren und zwei tolle Magazine. Zwei von diesen 6 Figuren, wo wir hoffen, dass nicht zweimal die gleiche drin ist. Bei unserem Glück garantiert. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ja, ja, das ist so eine Art mit weiblichen Playmobil-Figuren. Ja. Und Krach machen wir auch. So. Ja, dann wollen wir mal schauen. Mhm. Ich hab Glück. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch mal so eine Tüte kriegen, ne? Wollen wir schauen. Ja, ne? Also, hier ist die Nummer 7 drin. Mit dem Engelchen-Kostüm, Weihnachtsengel. Finde ich cool, kann man gebrauchen. Also den Weihnachtsengel kann man bestimmt gebrauchen. Ja. Das hier ist das Heft Nummer 1. Mhm. Mit einer Eisprinzessin. Das ist die hier. Ja. Nicht schlecht. Die Tüte ist hier drüben schon offen. Ja, da wollte sich einer da die Eisprinzessin schnappen oder was. Nehmen wir die zuerst, hä? Ja. Fangen wir bei der 1 an. Fangen wir bei der 1 an. Dann kommt die 7 später dran. So. Das ist auch hauptsächlich etwas für Mädchen. Auch wenn jetzt einige sagen, oh, das können auch Jungen nehmen. Mhm. Können. Könnte, ja. Kann. Machen sie aber nicht. Oder nur ganz wenige. Richtig. Ja. Und ja. Was ist das jetzt hier? Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, du hast die große Ehre, die Eisprinzessin aus ihrem Eis zu befreien. So, das ist die Nummer 1 von Playmobil. Aus der Serie Comic Spezial. Vom Heft Playmobil Pink heißen die. Aha, aha. Cool. Wir sind auch vom Blue Ocean, von dem Verlag. So, erste Seite, Inhaltsverzeichnis. Hier geht es gleich mit dem Inhaltsverzeichnis auf der ersten Seite los. Und Begrüßung. Estrella hast du. Du hast die Estrella. Ja, hier ist der Steckbrief von ihr. Das sind Glitzerflocken zum Aufkleben, so eine Art Strasssteinchen. Strasssteinchen zum Aufbabbe. Ja, auch nicht schlecht. Sollten dann allerdings aber die Eltern machen. Weil die babben sich das Zeug überall hin. So, dann haben wir hier den Comic. Ja, kindliche Zeichnungen. Ist okay, passt. Wenn die Kleinen hier langsam das Lesen lernen. Und dann ist so ein Comic sehr, sehr hilfreich, sage ich euch. Ganz ehrlich, ich weiß, wovon ich rede. Wie ich noch nicht lesen konnte, aber Comics, mir die Bilder angeguckt habe, in einem gewissen Alter, also nicht letzte Woche. Und dann habe ich natürlich beim Lernen vom Lesen Gas gegeben, wie ein Weltmeister. Ich wollte ja wissen, was da steht. Und ich lese immer noch sehr gerne Bücher, Zeitschriften. Und das nicht wegen den Bildern nur. Ja, Pegasus, das sieht auch nicht schlecht aus. Ja.
So, dann hier Werbung für Bibi und Tina. Hier, sag mal, was bringt der Blue Ocean Verlag denn alles da raus? Ist auch von denen. Mhm. So, dann haben wir hier ein Poster, ein Schloss mit etlichen Bewohnern. Das ist die Außenseite. Und die Innenseite. Hey, Alter, das sind zwei Poster. Das sind zwei Poster. Das ist jetzt hier die eine Seite von der Innenseite. So. Aha. Dann haben wir hier unsere kleine Estelle. Ne? Ja. Die Eisprinzessin. Und hier die andere Seite davon. Und jetzt die Innenseite. Oh, das sieht auch schön aus. So, drei zauberhafte Feen-Apps. Ja, warum auch nicht? Drück den ein Smartphone in die Hand und wart ab, was passiert, bis die Rechnung kommt. Aber das kann man alles ausstellen. So. Wissen heißt das Ding. Über die einzelnen Tiere, andere Funktionen von den Pflegern und so weiter. Hier der Oberfischfütterer. War ein schöner Zoo. Ja, der war hübsch. Den zeigen wir auch mal, ne? Langsam nach da und dann das Ganze so. Sieht geil aus. Ein bisschen eng alles aufeinander. Ja, aber gut, es hat eine gewisse Tiefe, das, wenn du das ja fotografierst und dann... Nee, ist schon schön, ist schon gut. Kann man alles so machen. Weil es gibt Menschen, die haben nicht unendlich Platz. Ich kenne da auch welche. Wen denn? Guck dich hier mal um, dann weißt du Bescheid. Aufregung im Zoo, ein Comic. Cool. Ja. Die Zeichnungen sind kindlich, aber schön. So, und dann hier ein Disney-Film, oder? Ja. So eine Serie ist das, oder? Immer samstags und sonntags von 9.20 Uhr. Disney im Free TV. Ich auch nicht, ich habe nie was von gehört. Elena von Avalon. Ja, Avalon ist wieder. Ja, anders. Ich hab's nur. Ja, ich auch. Halb schräg von hinten. Halb schräg von hinten, aber hallo. Voll gerade von vorn. Die zauberhafte Welt von Playmobil. Finde ich gut. Schönes Heft. Ja. Und das lockert das Playmobil auf. Weil es muss nicht immer alles ein Jungsspiel sein. Es gibt auch Mädchen, die sowas gerne haben. Auf jeden Fall. Dann zeig doch mal bitte hier die Kleine. Jawohl. So. Hier haben wir die Figur ohne diesen Reifrock. Schöner Kopfputz. So einen Zauberstab hat sie dabei. Freundliches Gesicht. Ja. Dann die Figur mal von hinten. Passt soweit. Dann hat sie hier den Reifrock noch dabei. Den kann man ihr dann hier einfach anlegen. Und den anderen Arm auch hoch. Die Idee. So, dann kommt der hintere Teil drum und dann hat man so eine Figur. Sieht auch geil aus. Ja, wenn er nicht kaputt wäre. Nee, oder? Hat hier einen riesen Riss drin in dem Ding. Das haben die garantiert beim Umschichten verpacken gemacht. Ja, ist wahrscheinlich irgendwas draufgefallen oder sonst irgendwas und... Da hat sie ihn erledigt. Eine Dose Erbsen oder so. Könnte auch Karotten gewesen sein.
Auch was? Könnten auch Karotten gewesen sein. Oder eine Flasche Wodka. Das könnte auch sein. Ja. Schade. Oder es hat jemand ins Regal getreten. Kommt auch vor. Ja, naja, gut, okay. Wir werden es reklamieren auf jeden Fall, weil das will ich schon ersetzt haben. Das ist ein schönes, großes Teil, was relativ selten ist. Ja. Mal gucken, wie der Service von denen ist. Da bin ich auch gespannt. Wir werden darüber berichten. Ja. So, also, das auf jeden Fall, wenn das Ding in Ordnung wäre, eine 100%ige, ne, eine 50%ige Kaufempfehlung. Hier sind die anderen 50. Ich schieb das mal hier rüber. So. Und hier haben wir unseren Weihnachtsengel. Das ist Playmobil Pink Nummer 7. Es war Playmobil Pink Nummer 7. Ja. Wie kann man das so festmachen? Hier, Oberhonks. Ach, Gott sei Dank, von der Pappe nur ab. Ich dachte, das Heft. Oh, nochmal Schwein gehabt. Gott sei Dank. Ja. Da hatte Klügere nachgegeben, nämlich die Pappe. Ja. Ich habe schon gedacht, ich kriege Rudolf. Rudolf Schock. Viele kennen den Namen. So. Ohne die Figur. Ja gut, die ist ganz groß abgebildet. Ich finde es geil. Hier hinten schon der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten. Lustige Rentiergesichter da drin. Ja, dann schauen wir mal. Erste Seite für Nick Werbung. Das Inhaltsverzeichnis. Und hier eine kurze Erklärung über den Weihnachtsengel. Und dann Prinzessin Sophia rettet das Weihnachtsfest. Das scheint hier die Prinzessin Sophia zu sein. Wenn ich das hier richtig mitkriege. Ja, so, die Zeichnungen von dem Comic, auch wieder kindergerecht. Togolino, Werbung dafür. Sieht aus, als wäre es ein richtig schöner Comic, der auch ein bisschen was hinmacht. Große Comic-Quiz und wenn man da mitmacht, die sind hauptsächlich daran interessiert an eurer E-Mail. Und dann kann man dann eventuell was gewinnen. So, und dann haben wir hier jede Menge Poster, sehe ich hier gerade. Fangen wir vom ersten an. Hier die Wildtiere. Hallo, Waschbär. Eichhörnchen. Katze. Fuchs. Reh. Schneemann. Oh, kein Wildtier. Eine Eule. Hier ein Kitz. Häschen. Ja. Cool. Super. Dann wollen wir mal gucken, was da innen drin ist. Machen wir hier die Prinzessin. Und das scheint hier ein Werbeheft zu sein. Ja, mit Wunschzettel. Ja. So, das nehmen wir mal hier raus. Stört mal. Die Klemmen wieder festdrücken. Ja, dafür braucht man ruhige Finger. Haben wir auch in dem Alter noch. Na komm. Okay, die sind hier noch geheftet. Lege ich mal an die Seite,
gleich mal studieren, was es da so gibt. Wunderschönes Bild. Ja. Ein wunderschönes Bild. Das hatten wir schon. So, dann fürs Abo. Da bekommt man dann hier dieses Ding, wenn man es abonniert. Zum Sonderpreis ohne Versandkosten. Darfst du noch bezahlen? Darf ich auch noch bezahlen, oder was? Naja. So, bunte Päckchen. Päckchen, Kekse als Päckchen. Cool. Sehen gut aus, sehen richtig lecker aus. Ja, hier. Schön gemacht. Ja, wahrscheinlich mit den Eltern. Hier steht drin, wie es backen muss und so. Coole Idee. Sehr gute Idee. Übrigens, das können auch Jungen machen. Ne? Ja. Also ich kann backen, ich kann kochen. Leute, ich verrate euch was. Ich kann sogar stricken. Ich kann backen, ich kann kochen, ich kann häkeln. Ja. So, was zum Malen. Rundherum bis jetzt ein gelungenes Heft. Ja. Weihnachtsmarkt. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus, der Hund. Er hat Charakter. Ja. Ich mag das, wenn eine Figur Charakter hat. Ja, und nicht nur so einfach dahingeschmissen wird. Wie es zum Beispiel so eine Firma aus Dänemark macht. Die meisten Figuren sind einfach nur hingeschmissen. Und dann haben sie Figuren, die sind wunderschön zum Niederknien. Ja. So, rettet die Weihnachtsgeschenke. Gut. Jawohl. Was zum Beispiel? Lustige Rentiergesichter. Die sind lustig. Ja, passt. Ehrlich. Und hier die Vorlage. Ja, einfach ein Blatt Papier nehmen, abpausen mit einem Dings, dann braucht er das nicht kaputt schneiden. Oder auf den Kopierer legen und ausdrucken. Ja, und wenn ihr es größer haben wollt, fragt die Eltern, wenn ihr es nicht selber könnt. Beim Kopieren könnt ihr das Ding auch größer machen. Sollte jeder Kopierer kennen. So, eure Bilder und Fotos. Na, das Mädchen ist doch gut sortiert, oder? So. So, Tanz auf dem Eis. Das ist nie Poster. Das ist eine Poster komplett. Ja, das ist eine Poster komplett. Original und Fälschung. Mhm. Geil, das mache ich auch unheimlich gern. Ich habe schon zwei Fehler gefunden. Shopping Girl. Ist das nächstes drin? Ja. Also, wenn der Markt dabei ist. Dann wäre es ein super Angebot. So, hier sind die Auflösungen. Winterzauber im Playmobil Funpark. Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Das ist da. Es gibt einen Playmobil Park, ja. 1 Euro Rabatt aufs Tagesticket. Schick. Ja. Toll. Hier hinten. Prinzessin Lilifee. Werbung dafür. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Man kümmert sich viel zu wenig um Hefte, die zum größten Teil für Mädchen geeignet sind. Oder? Ja gut, wir stellen alles vor. Ja. Einmal quer durch die Bank. Keine so. Rücksicht auf Verluste. Dann stell doch mal den Engel vor. Jawohl. Sieht doch geil aus. Wunderschöne Figur. Sehr tolles goldfarbenes Stoff. Kleid, der die Harfe schön gemacht. Das Diadem mit dem Stern drauf, auch toll. So, dann.
ganz schick gemacht. Die Flügel sind auch aus so einem etwas weicheren Kunststoff, damit man sich da nicht zu sehr und vor allem, dass sie auch nicht so schnell abbrechen. Genau. Denn wenn es nämlich ein bisschen fester ist, dann wird es spröde und bricht. Ja. Der passt richtig gut. Das ist ein richtig schöner Weihnachtsengel. Ja. Den über die Krippe gängt. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Ja, also ich sag für dieses Doppelpack an Heften 100%ige Kaufempfehlung. Ja. Ja. Schade, dass jetzt der Reifrock hier kaputt gewesen ist, aber den werden wir reklamieren. Aber wirklich schöne Figuren. 100%ige Kaufempfehlung. Ja. Als Mitbringsel hier so eine Wundertüte hier. Zwei Hefte drin hier, da freut sich jedes Mädchen. Mach ich jede Wette. Ja gut, muss das richtige Alter haben. Also kannst du dich bei einer 30-Jährigen, das ist auch ein Mädchen, kannst du nicht hinkommen, kannst das Ding geben. Außer sie sammelt das, dann ist die natürlich halt auch begeistert. Ja, jetzt wollen wir das nicht so weit ausschweifen lassen, sondern wie gesagt, 100%ige Kaufempfehlung. Und schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Von Mädchensets, von Jungensets. Und man könnte jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal hier die aus Dänemark, da könnte man City mit Friends zusammenführen. Ja, eine vernünftige diese Serie. Quietschbunten Dinger weglassen und dann hast du super Sets. Das ist das Einzige, dass sie da meinen, da quietschbunte Farben drin zu machen. Ja. Weil die halten die Mädchen für blöd. Ja, ist meine Meinung. Oder siehst du draußen quietschbunte Mädchen rumrennen? Also ich nicht. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Betätigt die Klingel, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand unserer Videos sein wollt. Dann würde ich sagen, das war es für heute. Jawohl. Und wir verabschieden uns mit lest was Schönes, verschenkt was Schönes. Muss nicht unbedingt kaputt sein. Und wenn, dann tut's monieren. Und das ist der Brüller. Genial. Passend zur Jahreszeit. Das genau. Pack. Das finde ja. Ich gut. Ja, dann verabschieden wir uns. Tschöne. Tschüss.